Hallo, mein Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück. Erstmal frohes Neues, ne? Also jetzt Anfang des Jahres 2014. Meine Güte, wie oft ich wohl 2013 schreiben werde. Oh mein Gott, ich mag gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube sehr oft. So, wir müssen jetzt hier erstmal wieder ein wenig weiterspielen. Ein P0 natürlich noch. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich mal einen höheren MP reinschalte, aber hab mir gedacht, ich habe tatsächlich. Ich sollte aufhören zu spielen. Ich habe tatsächlich davon geträumt, dass mein Hardcore-Held stirbt. Oh, ja, genau so. So, mir hat da jemand auf YouTube, erstmal vielen Dank für das Feedback, einen Comment geschrieben, ich soll hier umskillen. Ich gucke mir das gleich nochmal ganz genau an. Und zwar soll ich Revanche rausnehmen, aber nein, Revanche auf keinen Fall, bist du verrückt? Revanche ist echt. Ist einfach, guck dir das an, wir kriegen mit einem Schlag, wenn wir den Skill zünden, fast wieder voll HP. Also den können wir nicht rausnehmen. Was ich vielleicht noch rausnehmen würde, wäre Schmerz unterdrücken. Aber. Ja. Weiß ich nicht. Und bei Sprung soll man eine andere Rune verwenden. Muss gleich mal gucken, welche er meinte. Also dachte ich, mach das jetzt nicht hier so, weil er sagt, ich gucke mir einfach nochmal durch. Ist ja nicht verkehrt, ne? Der Ruf des Harry und zieht den betroffenen Gegner zu euch heran. Das macht ja keinen Sinn. Also ich will raus. Aus der Kacke. Okay, Betäubung. Nee, da ist mir Rüstung eigentlich ein bisschen lieber. Ich behalte im Bild erstmal so bei. Aber danke fürs Feedback. Wenn ihr da draußen auch noch irgendwie Feedback haben solltet, gebt mir ruhig Bescheid. Ich bin da wohl sehr, sehr dankbar über jegliches Feedback, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, nö, ich spiele mein Ding hier und der Rest kann mich mal. Natürlich nicht. Aber es sollte natürlich schon Hand und Fuß haben und sollte auch ein bisschen mit den anderen Skills, die man verwendet, harmonieren. Und das ist das Problem, was viele haben. Also viele legen da keinen Wert drauf, beziehungsweise ballern sich einfach irgendein Bild rein, wo die Skills einfach zusammen gar nicht passen. Und da, wie gesagt, versuche ich schon ein bisschen entgegenzuwirken und das auch ein bisschen zu verhindern. Weil es geht ja immerhin hier wirklich um Leben und Tod. Warum machen die nie die Dinger auf? Kann wirklich mal was rausfallen. Legendary als Beispiel. So, hier war doch irgendwo. Habt ihr doch was gekillt? Ihr habt es doch gesehen hier unten. Nee? Gucken wir mal ganz kurz hier runter, was hier so los ist. Ach Gott. Genau so was. Das Buch nehmen wir noch mit da oben. Vielleicht ist da noch was drin. So, sehr gut. Ach, guck mal hier. Ach nee, ist ein Bogen. Brauchen wir leider nicht. Warte mal, da ist ein Dämon. Hat er vielleicht kein Derding gebraucht? Schauen wir mal. Nein, ich glaube nicht. Auf zu quatschen. So. Gucken wir erstmal. Wir müssen echt viel noch Folianten. Finde ich ganz nie. Ich kann es nicht oft genug sagen hier. Wir brauchen Folianten, verdammt. Ohne Folianten läuft gar nichts. Wollen jetzt hier equip-technisch gesehen. Wir sind jetzt hier bei 11.500 DPS. Meine Rüstung ist wirklich super. Da kann man nichts meckern, aber. Unser Schaden, der muss noch ein bisschen hoch. Wir haben schon mal das passende Amulett gefunden. Hier. Schön Trifecta. Das passt ja schon mal ganz gut rein, aber der Rest halt nicht. Aber solange wir überleben, passt das wohl, hoffe ich. Was ist hier los? Hexenversammlung oder was? Yeah, level up! Sehr schön, Paragon 2. Haben wir immer ein bisschen mehr Schaden jetzt. So ein klein wenig. Ja, ich mache alles kaputt, weil Gold und sowas, ne? Man weiß ja nie, wofür man es irgendwann mal braucht. Begebt euch zum Hochlandpass. Machen wir auch mal ganz dezent. Ich werde übrigens Akt 2 noch nicht anfangen. Erst wenn wir so um die 400 Hours haben, werde ich damit beginnen, Akt 2 zu spielen. Vorher werden wir hier wohl ein paar Farbenfolgen machen müssen. Oder wenn euch das zu langweilig sein sollte, mache ich das auch gerne offscreen, aber vorher traue ich mich echt da nicht rein, das ist mir zu riskant. Gerade bei diesen scheiß Fernkämpfer fliegen und sowas. Ach nee, das muss nicht sein. Da beiße ich schneller ins Gras, als ich irgendwas anderes mache. Aber jetzt sammel doch diesen scheiß Ring auf hier. Und du springst mal da runter. Apropos Ring, ich glaube, wir brauchen noch ein bessere Ringe, ne? Das sind also hier 39er Ringe, ey. Da geht mal was. Da geht noch was, denke ich. Boah, wäre schon böse, wenn wir sterben, ne? Mit unserem Trifecta-Amulett hier. Das wäre richtig übel. Oh, gehen wir unten lang. Man weiß nie. Ich traue mich nicht alleine hoch. Könnten hier rüber springen. Ne, unser Sprung fehlt noch.
Gehen wir einfach mal mit hier. Die machen das schon. Stirb! Du auch. Okay, hier springen wir gleich mal rüber. Zack. Nehmen das noch mit. Und dann geht auch wieder weg auf den Kopf. Das ist natürlich das unheimlich Geile bei diesem Bild. Dieser Sprung. Man kommt so schnell von A nach B. Das ist echt sehr genial. Man sieht schon wieder hier. Zack. Wir springen durch die Map. So wie es sich gehört. Ah, komm her, komm mal zu Papa. Oh yeah. 54.000 Rüstung. Unsterblich für ein paar Sekunden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Können wir wieder ein bisschen was fallen hier? Wir haben noch. Ach, einen Netherlamp-Buff. Oh, ich drücke mal die falsche Taste, Mann. Erstmal die Kacke, ne? Ich habe, wie gesagt, mein Mikro hier direkt drüber hängen über Tastatur. Daher kann ich nicht wirklich auf Tastatur gucken, was ich drücke. Da muss ich immer ein bisschen nach Gefühl drücken. Und wenn man hier die Finger permanent nur auf Taste 1, 2, 3 hat zum Spam der Skills, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Deshalb nicht wundern, wenn ihr ab und an mal irgendwas aufspringt von mir. Sei es die Kontaktliste, sei es das Inventar oder sonst irgendwas. Das ist einfach so bei mir. Komm her, Fettsack! Stirb! So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe mal mit dem Spiel jetzt angefangen. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Game Dev Tycoon. Ein sehr, sehr lustiges Spiel, muss man sagen. Also, ihr seid halt ein Entwickler und müsst, ja, ihr beginnt in einer Garage, in einem kleinen Zimmer, sage ich mal. Fangt an, so ein kleines Spiel zu programmieren. Also, programmieren, ihr sucht halt aus, welches Genre, welche Plattform und so weiter und so fort. Und dann macht ihr euer erstes Spiel. Macht ein bisschen Geld damit und dann geht das natürlich immer höher und später habt ihr ein eigenes Büro, eigene Mitarbeiter, eigene Engines natürlich auch und dann, ja, spielt ihr euch einfach hoch. Oben sind die Wärtertöten, da sind wahrscheinlich schon welche auf dem Weg, ja. Also ein sehr lustiges Spiel, kann man echt empfehlen, kostet, ich weiß gar nicht, 9 Euro, derzeit noch im Steam Sale für 5 Euro. Also wenn ihr sowas Interesse habt, kauft es euch, macht echt Spaß, aber auch sehr, sehr schwer, also... Puh, was ich da schon gestorben bin. Ein Bankrott-Tode. Ist halt wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Also man muss halt nach die verschiedenen Regler einstellen, wie zum Beispiel dann, welches, also wie hoch, wie viel soll das Design haben, wie viel soll die, wie heißt das, künstliche, also AI haben, künstliche Intelligenz und Spielwelt und schieß mich tot. Das muss man alles einstellen und dann muss man das perfekte, ja, die perfekte Mischung finden, je nach Genre. Also wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert an sich und auch sehr vielfältig, was das Spiel natürlich ein bisschen sehr schwierig macht, wie ich finde. Und hat man da zwei, drei Misserfolge in Form von Spielen, dann hast du schon mal komplett das Spiel verkackt. Was ich auch sehr schade finde. Also da wäre viel, viel mehr Potenzial nochmal drin, wenn es nicht ganz so schwer wäre. Das ist halt so ein bisschen, naja, schwierig. Aber macht trotzdem Spaß und für 9 Euro kann man sich das echt mal zulegen und puh, ich habe da gestern, glaube ich, den ganzen Abend dran gesessen, so. Einfach nur just for fun. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, das Spiel einfach mal zu Let's Playen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen trocken. Weil man kann gut zuquatschen, ne? Also ich habe mir da Final Fantasy nachgebaut, sozusagen. Dann Alien vs. Predator, SimCity und die ganzen bekannten Spiele einfach mal so nach Gefühl eingestellt. Und tatsächlich, Final Fantasy war ein Riesenerfolg, also wie auch im realen Leben. Hat echt Spaß gemacht. Kann man echt empfehlen. Oh, ihr habt da hinten Elite. Ah, schleichen wir uns mal von hinten ran. Nehmen den mal mit. Oh, da liegen noch 89 Gold. Nehmen wir mit. So, wo ist er? Ach, schon tot. Ein Zigulum. Nehmen wir mit. Wieder falsche Taste gedrückt. Ne, aber in meinen Gürtel. Und. Ne, unser 53 R ist unser Gürtel, ey. Können wir nicht einfach vier verbämen? Das geht ja nicht. Aber ich finde irgendwie keine Folianten hier. Das ist echt scheiße. Wir müssen mal gucken, ob auf höheren MP-Stufen auch mehr Folianten droppen. Weiß ich gar nicht so. Müssen wir echt mal gucken, also. Ob wir vielleicht sogar schon MP1 schaffen? Ich weiß es nicht. Ich will es eigentlich auch ungern ausprobieren. Aber ich glaube, wir müssen echt, weil der Loot auf MP0 ist echt unterirdisch. Und der ist richtig unterirdisch, wie man sieht, also. Ich weiß nicht. Spring mal. Ach, scheiße. Ich wollte elegant rüberspringen, hat nicht geklappt. Kacke. Was haben wir überhaupt für ein Team hier? Manny Lord Ted, Bullseye und Freddy. Fredde Baba. Ja. Also kleine hier. Kleine Leute. So wie ich, Level 2.
Also Paragon Level 2 mittlerweile, ne? Und ja, eine traurige Botschaft muss ich euch verkünden. Der Heiko ist gestorben. Heiko, rest in peace mit deinem Barb. Also nicht der Heiko, der Mann an sich, sondern sein Charakter. Boah. Böse Omen hier. Böse, böse Omen. Also Heiko, pass auf dich auf. Nein, sein Barb hat's hochgerissen. Ich weiß gar nicht, was hat er zugeschrieben? Disconnect oder so? Rubberbanding und Disconnect? Irgendwie sowas. Also wieder Blizzards Schuld hier. Blizzard, ihr Dreckigen. Ihr bringt die Spieler um. Oh, GZ, er hat einen Stab gefunden. Ach, okay, so ein Ding. Aber ey, ich weiß nicht, was ist das Ding hier auf... oh, Goblin, Goblin. Das ist ein Goblin, Leute. Noch nicht angreifen, ich bitte dich. Kommen die Knalltüten? Nein, nein, hör auf! Ach, du bist so ein Idiot. Okay, wir schaffen es noch. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Okay, alles gut. Shell? Macht er etwa Schleichwerbung für eine Tankstelle? Ich bitte dich. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Loot. Sehr gut. Ach, hier ist übrigens auch die Stelle, wo bei PTR-Server ist hier die Cursed Chest. Jetzt wird das ausgesprochen, ich glaube schon. Also die Truhe mit diesem, wo man halt so und so viel Wellen von Gegnern killen muss. Guckt da mal auf den PTR-Bereich, da habe ich schon einen Guide drüber gemacht. Ganz kurz aufpassen hier, hier ist mir zu viel. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, mir wurde auch geraten, dass ich es ja vielleicht mit Blutdurst wieder reinnehmen soll. Für einen Live-Leech. Das Problem, was ich da sehe, wir machen hier kaum DPS, ne? Und da Blutdurst nochmal reduziert ist, also auf Inferno, hat man nicht den vollen Blutdurst, ist das wirklich sehr, sehr schwierig, wie ich finde. Also, die Frage ist, lohnt sich das? Man kann es natürlich mal reinsetzen. Warte mal, reduziert. Okay. Ja, was können wir da rausnehmen? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich den Bersi würde ich sogar fast rausnehmen. Weiß ich nicht. Raserei? Nee. Schmerz unterdrücken würde ich fast rausnehmen, weil Revanche ist einfach zu wichtig. So, wer wartet eigentlich noch? Ach, Manny Lord Tech. Gott. Oh, jetzt sind wir hier schon. Oh, 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 hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir aufpassen. Dass der uns nicht den Arsch aufreißt. Das wäre nicht so schön, muss ich sagen. Oh, der kriegt gut auf den Kopf. Die haben alle gut Damage hier. Sollten wir keine Probleme haben, denke ich. Natürlich hier und da mal noch ein Tränkchen reinschmeißen. Aber da war's schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind wir voll? What the fuck? So. Okay, das lassen wir hier. Ja, beides Dinger, die wir nicht brauchen. Also der Zweihand würde ich jetzt ungern nutzen wollen. Und der Rest ist so, ja, wieder so, ja, hingeschmissen, ne? Ganz kurz Identen, dann gehen wir noch ganz fix zum Schmied. Klären das mit dem nochmal hier, dass er vielleicht uns einen guten Preis macht bei den Materialien. So, was haben wir denn hier? Bogen, Müll. Ich gucke jetzt hier gar nicht weiter drüber, weil, ganz ehrlich, ich will jetzt ungern hier meine gelben Items durch blaue ersetzen. Außer jetzt hier so ein 1000 DPS Schwert, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, aber so macht das, glaube ich, keinen großen Sinn. So, zwei Folianten. Ey, willst du mich trollen? Willst du mich verarschen? Achso, ich wollte noch die ganzen Steine hier im Auktionshaus reinsetzen, die wir nicht brauchen. Vielleicht kriegen wir noch einen schmalen Taler für. Was haben wir denn rüstungsmäßig hier? Level 53. Hier könnten wir vielleicht Glück haben. Ansonsten, ja, da können wir eins machen. Warte, ich gucke erstmal durch. Vielleicht haben wir noch woanders ein bisschen was. 60er Gürtel haben wir schon. Handschuhe haben wir 60. Kopfschutz haben wir nicht. Schild könnten wir machen. Fehlen uns aber die Materialien. Schulterschutz auch 60. Okay. Ah, nee. Da haben wir schon relativ gute. Stiefel. Ach, da haben wir auch 38 Allrest drauf. Okay, dann machen wir oben mal hier die Teile. Die Armplatten. Und, bitte. Nein! Ah, fuck. Schade. Nee, das ist mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Gut. Ein Verbündeter hat uns verlassen. So, wir haben jetzt hier 4 Stacks. Das heißt, ich gehe nochmal in die Felder, klatsch da noch ein bisschen was, wenn da was sein sollte. Ich weiß nicht, wie weit die hier gequestet haben. Ich bin einfach in ein öffentliches Spiel beigetreten, habe geguckt und direkt gefunden. Vielleicht haben wir Glück und hier sind tatsächlich noch ein paar Viecher, die wir mit umhauen können.
Und das machen wir auch. Also, ich hab's ja gesagt, man muss einfach auch ein bisschen farmen hier und das bleibt leider nicht aus, ne? Und sehr gut. Er hilft uns noch, das ist super. Und ich würde fast sagen, wir gehen gleich mal auf MP1, gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen was reißen können. Ist vielleicht unser Tod. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht ewig rumlaufen. Und ja, man sieht es ja an der Monsterdichte. Hier fehlen einfach die Monster. Was sehr schade ist. Deswegen, wir gucken gleich mal auf MP1, ob wir da was finden. Und dann machen wir gleich mal eine reine Farmfolge. Muss auch einfach mal sein, ne? Da ist ein Schrein der Erleuchtung, nehmen wir mit. So, komm, spuck aus! Ich weiß, dass du es hast. Sehr gut. Okay, hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Noch nicht bereit. Ist das die Aasfresser? Höhle der Kassra? Ne, die brauchen wir nicht. Aasfresserhöhle kann man nur noch ganz gut mitnehmen, weil die hat relativ viele Elite-Packs. Komm, hör auf mit dem Scheiß. Hör auf! Bitte dich! Tu mir das nicht an! Ja, du brauchst keine Zeit. Oh, er rennt da hinten los. Okay, ich gucke hier mal runter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Interessantes in Truhe. Immerhin etwas. Ein Heiltrank ist auch nie verkehrt. Und, ja. Ich würde sagen, wir machen dann fast weiter in der nächsten Folge. Oder, nee, da hinten hat er einen Schlüsselhüter. Wir haben 5 Stacks. Komm, Schlüssel! Ja, sehr gut. Ach, gut mitgedacht, mein Freund. Schlüsselhüter sind immer super. Komm schon, noch nicht killen. Nein. Nein, 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 nein. Komm. Er lebt noch. Ah, fuck. Mit Pack. Willst du mich verarschen? Okay, super, er hat noch nicht angegriffen. Er macht erst das Pack kalt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wieder was. Also man sieht schon auf 5 Neverland-Buffs hier, haben echt eine sehr, sehr gute Drop-Chance von gelben Items. Und das macht eigentlich auch immer Sinn, dann auf 5 Stacks erst zu stacken und dann, also 5 Buffs zu stacken, um es richtig auszudrücken. Ach schade, kein Dingsbums. Aber die Chance haben wir ja geklärt, beträgt auch nur 5%, ne? Das muss man echt dazu sagen. So, was haben wir denn? Wir haben Schild und ein Schwert. Ist, ach, scheiße. Ist, Entschuldigung, nicht scheiße, sondern schade. Es sind 2 ein Schwert. Aber wir denken mal, vielleicht ist ja was dabei, was wir verkaufen können. Vielleicht mal Glück. Selten, aber vielleicht. Mal gucken. Er läuft direkt weiter. Okay, dann machen wir nochmal hier ein paar Runden weiter. Ja, nee. Aurus hätte mich jetzt hier noch dazu getrieben, das Ding umzusetzen, aber... Nee, solange da kein Aurus drauf ist, lass mir das. Wo geht er? Hein der Agonia, da waren wir doch gerade schon. Hä, was machst du? Hier waren wir schon. Wozu hin? Hä? Ist das doof? Was hast du vor? Will er noch was Quest abholen oder was? Da habe ich nochmal auf dich geportet, mein Freund. Ja gut, dann hol ich nochmal ganz fest das Quest ab. Hat eigentlich gar nicht so unrecht. Dann haben wir jetzt den Questpunkt und... Können vielleicht... geil. Können vielleicht dann auch an späterer Stelle, wenn wir soweit sind, auch einfach weiterspielen. Bei der entsprechenden Quest und dann direkt bei Akt 2 starten. Das geht noch nicht. Hat keiner die Quest abgeholt, ey. Geil. Ja gut, braucht man ja auch nicht, ne? Viele machen das ja wirklich so, gehen einfach nur Akt 1 stumpf farmen, weil es einfach am meisten Sinn macht und warum sie jetzt unnötig in Schwierigkeiten bringen, wenn es auch so klappt auf Akt 1. Questen kann man ja später mal noch. Die nächsten 100 Folgen. Ach, verdammt. Aber wir sehen schon sehr cool aus, muss man sagen, ne? Kann man. Das sieht cool aus, wie wir aussehen. Ohne mich hier selbst auf die Schulter klopfen zu möchten. Nee, aber wir sehen gut aus. Wir sehen verdammt gut aus. So, erstmal nachbuffen und dann wird hier reingesprungen. Huah! Bam! Ach, schon tot. Komm, Fremder, steh auf. Tu dich nicht so hier. Okay, sehr gut. Jetzt erinnere ich mich. Kriegst du ihn an? Sieht nicht so aus. Okay, hat er. Sehr gut. Gut, dann haben wir auch das Quest. Wir haben noch ein Item gefunden, was wir noch ganz schnell verkraften. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei MP1. Hoffentlich mit viel Glück. Okay, wir haben knapp 300 Aurus hier. Das sollte vielleicht reichen. Schauen wir mal. Wir sehen uns gleich. Ciao, Leute.